Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im Let's Part haben wir Nairus Siren gemacht und dadurch den Doppelhaken erhalten. Oder wie er hier jetzt heißt, Greifenhaken. Und ich habe gemerkt, dass der Sound doch ein bisschen laut ist. Ich habe ihn jetzt ein bisschen leiser gemacht. Und werden mal sehen, wie das jetzt ist. Welch seltener Besuch! Mein Name ist Kenpo und ich erforsche hier die Legenden der drei Drachen. Diese Gegend mag trostlos wirken, doch ich bin sicher, dass sich hier irgend so etwas verbirgt. Dein Name ist also Dormir, kein einfacher Name. Erzähl mir doch mal, was du in dieser Einöde suchst. Eine heilige Flamme? Irgendwo habe ich davon schon gehört. Oder doch nicht? Stimmt ja! Jetzt weiß ich's. Ich habe in allen Schriften über das Dranier-Sandmeer davon gelesen. Leider erinnere ich mich nicht mehr an Einzelheiten, aber zum Sandmeer geht es da drüben lang. Die Tür ist aber zu. Hast du einen Schlüssel? Um zum Dranier-Sandmeer zu gelangen, brauchst du diesen Schlüssel. Thanks! Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen, du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden. Pass auf dich auf! Okay. Ich werde schon auf mich aufpassen. Und... Huden. Lang ist es auf jeden Fall nicht mehr bis zum nächsten Dungeon. Wo auch wieder ein Gastteil sein wird. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dies ist das Dranier-Sandmeer. Früher war hier ein riesiger Ozean. Jetzt ist es nur noch Sand. Heute aber ist alles ausgetrocknet und mit Sand bedeckt. You don't say. Und ich musste sogar sagen, der nächste Dungeon, der jetzt kommt, ist einer meiner Lieblings-Dungeons in Skyward Sword. An diesem Ort befand sich früher ein Hafen. Aha. So. Wir haben die Ranier. Wir haben Ranier immer noch nicht komplett erkundet, okay. Okay. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass wir die Heilige Flamme hier irgendwo finden werden. Ja gut. Ich empfehle deine Suche, diesen Sand mehr fortzuführen. Die Sache nächst, ab dem nächsten Sand wird wieder ein Gast da sein für 4 Parts. Ich könnte jetzt schon verraten, wer es ist, aber ich lasse euch mal losen. Ich kann nur so sagen, dass diese Person auch schon mal bei meinem 1 Skyward Sword RP dabei war. Und das waren 2 Stück. Aber mit einem habe ich keinen Kontakt mehr, mit einem habe ich sehr guten Kontakt. Jetzt wisst ihr es sowieso. Oder nicht? Verdammt! Rätsel über Rätsel. Ja, ihr dürft jetzt in The Legend of Zelda Rätsel lösen. Wenn das überhaupt einer tut. Gucken wir uns hier erstmal um. Hier war so ein Hafen. Oh, da guck mal, da können wir sogar rüberhaken. Oder auch nicht. So, jetzt aber. So. Was haben wir denn hier? Ich habe eine Wirbelattacke gemacht, aber okay, Spiel. Ich muss mal eben mein Mikrofon woanders hinschieben, sonst schlage ich dagegen. Nein, lass mich in Ruhe. Scheiß Viecher. Ich bin hier reingekommen, um mich umzugucken, aber ein Artefakt der Göttin. War sehr nützlich. Also. Wie viele Herzteile habe ich eigentlich? 1. Wow. Das ist hier sehr viel. Wieso genau kann ich mich da... Ach so, weil man sonst hier nicht rüberkommt. Okay. Ja, Elektroglibber. Kurz hier so den Save aktivieren. Damit wir uns immer hier hinporten können. Und da ist auch schon ein Zeit... Der Stein der Zeit. Zack. Und damit sehen wir auch, dass das hier mal ein Meer war. Wie hoch plötzlich das Wasser steigt. Ob die Sonne das Meer austrocknen lassen hat? Ich vermute mal. So, hi. Arr! Was bist du denn für einer? Bist du ein Mensch? Wer ich bin? Also, ich bin Bocca. Kapitän des berühmten richtigen Schiffes, der Nairus Flamme beschützt. Nairus Flamme? An jedem stürmischen Tag. Ich und meine Mannschaft waren auf unserem normalen Kurs und dann
Plötzlich tauchten die Piraten auf und griffen uns an. Sie trachten nach Nairus Flamme und ich heb grad mal kurz mein Mikrofon an, um es woanders hinzustellen. Ich habe keinen perfekten Ort für mein Mikrofon, wenn ich VLPs aufnehme. Besonders bei Seite, weil ich die V-Family rumschlagen muss. Meine Männer wurden gefangen genommen, ich über Bord geworfen. Hier fand ich mich dann wieder. Danach bin ich unzählige Male mit diesem Kahn hinausgefahren und habe nach meinem Schiff gesucht. Aber mein Schiff war verschwunden. Ich bin mir sicher, dass es mit seiner speziellen Funktion verschwunden ist. Unsichtbar? Um Nairus Flamme zu beschützen, ist mein Schiff mit einem Tarnmechanismus ausgerüstet. Was sagst du da? Du bist auf der Suche nach Nairus Flamme? Du warst hier, um jemanden zu befinden, der dir sehr wichtig ist. Dann sollst du mir helfen, mein Schiff und meine Mannschaft zu finden. Wenn du mir helfen willst, lasse ich dich auf mein Boot. Wie sieht's aus? Of course! Wieso habe ich jetzt meine Shopping aufgeschaut? Oh Mann, ey. Wirklich nur in diesem Fall. Die Landkarte, die du hast, ist nicht besonders brauchbar. Um zur See zu fahren, benötigst du eine richtige Seekarte. Eine richtige Seekarte für zu meinem Haus. Lass uns sie zuerst dahin fahren. Sollen wir ablenken? Leinen los! Jetzt sind wir Wind Waker und Skyward Sword. Auf geht's! Ich sehe nur noch... Das wäre awesome. Dann... Endlich wieder auf See. Wie navigiert man da gleich? Ach so, mit Hilfe von Analogstick bewegst du dich voran, hältst du A gedrückt, während du fährst, erhöhst du die Geschwindigkeit, drücke B, um die Bordkanone vorzuweisen und dann A, um sie abzufeuern. Und die ist auf meinem Haus, steht es dort. Dort gibt es ein Pier. Erstmal, stopp. Ich muss meine V-Family woanders hin tun, aber dann stelle ich mein Mikrofon so weit von mir weg. Das ist voll scheiße. Und Speed up. Mit B, ne? Ah, das muss also hier mit. Ich muss gerade mal gucken, wie ich die Kanone nochmal steuere. Das heißt, ich kann fahren und das ist gut. Konnte man im Windwalker nicht. Soll ich meine HD-Version? Nein, ich will jetzt hier nicht Windwalker kritisieren. Windwalker ist mein Lieblings-Zelda-Spiel. No critique givens. Ja, unser Boot hat eine Ausdaueranzeige. So, wo ist denn da dein Haus überhaupt? Wo führst du Führer jetzt gerade eigentlich hin? Aussteigen! Steigen wir mal aus, aus. Dun, dun. Haus des Kapitäns. Wir sind da. In der Tat. Mein Haus steht auf dem Gipfel. Bitte hol die Seekarte, die sich in meinem Haus befindet. Und pass auf die Monster auf, da sind ein paar richtig fiese Biester drin. Ich kann das Boot nicht allein lassen, deshalb bleibe ich hier und warte auf dich. Du kannst sowieso nicht sehr weit gekommen. Du kannst bis hierhin. Danach wirst du zu Stein. Oder was auch immer. So, hier wieder ein Porter. Erstmal. Zack, tschüss. Natürlich werde ich auch jetzt hier versuchen, alle Artefakte der Göttin zu kriegen, auch wenn wir keine 100% mehr machen. Weil dann dürfte ich nochmal was mit der Lyra machen. Und darauf habe ich erst recht keinen Bock. Sorry Leute, aber nope. So, erstmal gucken, ob da was war. Nee. Aber da ist eine Kiste. Euch mache ich ganz einfach. Zack, tschüss. Und du auch. Stopp. Doppelhaken. Geil, eins der geilsten Items finde ich ja. Das wurde ja in Twilight Princess eingeführt, so ein Doppelhaken. Deswegen finde ich ihn auch so geil. Nein! Ich hätte auch einfach eine Bombe legen können. Das wäre, glaube ich, einfacher gewesen, anstatt mich zu elektrisieren lassen. Sehr viel einfacher. Boom. Da-dum. Da-dum. So. Nein. Ja, mach nom nom. Ha, gegeben. Wo denn? Bestimmt über mir. Das ist eine Peitsche, Link. Ach, da.
Das kostet mal kurz mich zentrieren. Ey. So, zack. Ach, jetzt weiter hoch, oder wie? Okay, kann ich eigentlich auch... Nee, ich kann mich nicht so cool runterhängen lassen wie ein Twilight Princess. Mann, ey. Ich muss kurz gucken, wo hier ein Artefakt wäre. Da drüben ist eins auf jeden Fall. Komm ich denn daran nochmal? Tschüss. Ach so, ja. Genau. Da komme ich doch hin. Zack. Warum holt er jetzt das Schwert raus? So. Da, da, da. Ba, ba, da, da. Und nach oben. Ja gut, verfehle ich halt. Da, da. Halt, zack! Swung, swing. Haben wir aber wieder ein Artefakt der Göttin mehr im Himmel. Und was es ist, ich weiß es nicht. Es könnte ein Herzteil sein. Was ziemlich cool wäre. Nein, du lässt mich in Ruhe. Gott, jetzt kann ich auch noch hier mit dem Endhaken arbeiten. Okay, okay. Wir müssen ausgepeitscht werden. Komm her, ich peitsche dich aus. Wutsch! Wutsch! Und tot! Und hoch mit dir. Ja, das ist sehr logisch. Aber okay, Zelda. Bei Zelda gibt es keine Logik. Da-da-da. Komm, komm, ich muss da hoch. Und yes! Was ist das denn? Da sind gleich zwei Birdies. Hilfe. Hä? Hä? Wo ist denn jetzt hin? Ach, hier. Okay. Ich bin nicht dumm. Ich habe ihn nicht gesehen, du Deku-Baba. Tschüss. Voll weggeslashed. Ich finde allgemein hier die Rané Wüste und so, dass ich finde die Themes ganz schön schön. Die passen richtig. Es sind zwei Birdies, super. Wage es nicht noch einmal. Hast du davon? Ey. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht habe ich ja Glück. Nein. Yes. Wie jetzt? Ich wollte schon sagen. Und wir haben das Haus vom Bürger, vom Kapitän erreicht. Ich meine, darin stand auch zum Stuhl, zum Heilen. Das wäre sehr nützlich. Da, da. Jawohl. Einfach aufgestochen. Was? Gebieter, ich muss dich ermahnen. Ausruhen kannst du dich später. Jetzt sollst du zuerst eine Seekarte suchen. Aber, oh Mann. Ich habe Angst, echt gegen mein Mikrofon zu kommen. Weil das hört man direkt so dumm. Sollte erst auf der Seekarte suchen. Dann suchen wir doch die Seekarte. Aha, ganz viele Bilder. Wie das hier wohl damals, wie das hier damals aussah. Wo soll denn hier eine Seekarte sein? Ja, wahrscheinlich in der Truhe. Oder hier im Schrank. Ja. Nein, du sollst nicht auf das Regal. Du solltest besser nicht in andere Leute Schränke stöbern. Ach Link, weißt du wie alt das Ding ist? Aber er hat recht.
Er hat recht, man sollte sowas nicht tun. Du hast die antike Seekarte erhalten. Diese Karte stammt aus einer Zeit, in der die Wüste noch ein Meer war. Gebieter, dieses die Seekarte des Kapitäns. Ich schlage vor, sie ist Kapitän. Sino-Gebieter. Ja, ich habe das schon gesehen. So sah das damals hier anscheinend aus. Da. Auf diesem Schiff ist Nairus Flamme versteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft ebenfalls auf Robotoren besteht, beträgt 90%. Ich habe sie jetzt gerade wieder wie damals synchronisiert, so robotorisch. Ich schätze, dass der Kapitän inmitten seiner Mannschaft ein glückliches Leben gelebt hat. Darf ich mich jetzt ausruhen? Darf ich? Nee, brauchen wir ja nicht mehr. Wir sind ja voll geheilt. Zum Glück war da ein Stuhl drin. Das klingt so falsch. Nur da war ein Stuhl drin. So. Warum summt das hier oben so? Keine Ahnung. Wir können jetzt auch so machen. Und dadurch bei der Kiste landen, was ich jetzt versuchen werde. Da, 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 da. So. Link. Da, 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 da. Und ein Silberrubin. Sehr gut. So, zack. Was komme ich jetzt hier eigentlich? Gegen den Ständer vor meinem Mikrofon. Ich komme immer gegen irgendwas vor meinem Mikrofon. Ich kann es nicht ändern. Maul halten. Ich glaube, wir haben jetzt hier nichts mehr verpasst, oder? Oder war hier noch irgendein anderer? Da sei das so und dann so. Nee. The fuck, die Göttin ist uns nirgendwo mehr. Nee, das war nur dieses eine. Ja, haben wir hier auch alles. Können also behutsam hier weggehen. Du hast die Seekarte gefunden. Gut gemacht, jetzt macht die Seefahrt erst richtig Spaß. Lass uns mein Schiff suchen. Sollen wir ablenken? Auf geht's. Brechen wir auf. Ach. Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast. Ha. Huh. Die Lage der Werft ist mit X markiert. Okay. Dann fahren wir hin. Alle unsere Schiffe kommen aus der Werft. Auch meins wurde dort gebaut. Ich bin mir sicher, dass du dort einen Hinweis auf einen neuen Hauptteil meines Schiffes finden wirst. Auf geht's. Nö. Mir fehlt echt hier so eine Wind Waker-Musik. So. Die fehlt mir jetzt hier echt. The Great Sea. Die würde viel cooler klingen. Aber es würde auch nicht irgendwie nicht passen, finde ich. Es würde cooler klingen, aber es würde nicht hier reinpassen. Muss man mal ehrlich sagen. Weiß nicht. Einfach weggebombt. Ja, ich weiß, dass meine Ausdaueranzeige leer ist. Ist okay. Dö. So, aussteigen. Ich habe schon wieder meinen Stoppuhr beendet. Ich muss die mal woanders hinlegen. Handy plus. Oh nein, es ist hier Vibrationsalarm aus. Nein! Jetzt hören wir gleich, eventuell mehr. Ich hoffe, keiner schreibt mir oder so. Ich hoffe es einfach. Dum, dum. Oh, das Herzteil hier war auch arschig. Wir sind da. Auf dieser Insel wurden früher Schiffe gebaut. Hier befinden sich sowohl die Werft als auch eine Pause der Werftarbeiter. Mhm. Dieses Gebäude ist die Werft. Und es ist geschlossen. Aber der Eingang ist verschlossen. Wir kommen da wohl nicht rein. Die einzelnen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Wenn du in die Lore steigst, siehst du die Werft vielleicht über den Hintereingang treten. Dort ist der Lorum-Bahnhof. Ich weiß. Hör auf, mir so viel zu erzählen. Es interessiert keinen Mensch. So, ja, kurz hier einmal. Jetzt saven wir einmal kurz.
So, euch ignoriere ich einfach, euch brauche ich nicht, ich starte, ihr Exhalfos. Ihr lauft mir hinterher, das ist euer Ernst. Bleibt mal schön hinten. Hoch. Das ist Schnie, Schnaf, Schnuscher, Schnaf. Da, Schnie, Schnaf, Schnuscher, Schnaf. Zum Zentrum steht da, okay. Hier, der Gerone, bei dem kann man ein Herz herkriegen. Aber es juckt mich nicht. Oh, das wird jetzt ein Spaß. Das Herz habe ich damals im Epic Love gefirst tried. Und im Privat hatte ich damals so wirklich Probleme. Ich bin alter Speed! Sonic Speed! Das ist voll krass. Ja. Wir kriegen dadurch Speed. Wow! I got this! Wie schnell einfach. Das ist voll krass. Was haben wir denn hier? Ach ja, da unten kommen wir nur wieder runter. Und das wollen wir nicht. Okay. Round 2. Das ist wie so eine Achterbahn. Wie so eine Achterbahn. So, wir müssen jetzt hier schnell rüber. Jetzt ist sie noch da. Sonst sterben wir. Hui! Das ist saukrass hier eigentlich. Eigentlich macht dieses Spiel ja sogar Spaß. Ja, Link! Da wollte er einfach in den Tod stürzen. Obwohl ich richtig gehalten habe. Schwusch, 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 schwusch. Aber okay, Link. Hast gewonnen. Ich habe nicht richtig gehalten, ich hatte anscheinend falsch gehalten. Wenn Link das sagt, muss es ja stimmen. What the fuck? Kein bisschen gefährlich, nein. Kommt denn da drauf? Hui! Hui! So. Und jetzt, Leute. Würden wir einen alten Bekannten wieder treffen, würde ich jetzt hier nicht im Part beenden. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!